haben mit einer guten Eule das Meer ziehen, etwas aus der Rippe der Lamin-Stück, aber den Sonnen vor der 88, die hier auf dem zweiten Platz läuft, eine sehr, sehr korrekte, sehr lange Zweiteilbewegung mit einem sehr langen Becken, einen sehr guten Hintereuter und dieses mehr Lebendigkeit, ein Hintereuter, das bessere Zentralmann, das bessere Euter generell, dabei den Vorzug vor dieser sehr schicken Rom, die hier mit sehr viel Kaliber, sehr viel Kapazität einen extrem abhängen, der Schulter vorne überzeugen kann, die eine sehr, sehr straffe Oberlinie hat, mit guten Fundamenten sich hier heute bewegt und dieses mehr an Schulter, dieses bisschen Träger in der Oberlinie noch, aber den Vorzug vor unserer Viertplatzierten bitte einmal anzuziehen. Eine sehr, sehr feinzähnige Kuh, die mit einem sehr guten Euterling aufwarten kann und durch den besseren und schöneren Körperübergänge, mehr Harmonie in der Schulter, im Körper, in der Spannung der Oberlinie, aber den Vorzug vor der Nächstplatzierten bitte einmal anzuziehen, die hier auch mit sehr viel Korrektheit überzeugen kann. Und das sind der Zweitplatzführer und die beiden Anplatzierten sehr gut abschließen. Ich glückwünsche euch alle zu diesem hervorragenden Tier. Vielen Dank.